Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Teil einer Pokémon Single Challenge. Es geht heute mal wieder ab in die erste Spielegeneration zu Pokémon Blau. Und hier wollen wir einfach mal mit probieren, ob es möglich ist, nur mit einem Dragoran Pokémon Blau mit Stouche zu spielen. Dragoran ist ein pseudo-legendäres Pokémon in der ersten Spielegeneration mit eingeführt. Und man muss mit sagen, als man dieses Pokémon zum ersten Mal mit begegnete, frühestens beim Kampf gegenüber Top 4 Mitglied Lance, der was er dort mit eingesetzt hat auf Level 65, hat man schon mit gemerkt, yo, was ist das denn bitteschön für ein wirklich ultra starkes Biest? Beziehungsweise, wenn du auch sonst einen Dragoran dir irgendwie hättest mit erwirtschaften wollen, wäre das entweder im Rocket-Versteck mit gewesen, wo du dort für sehr viele Münzen dir ein Dratini hättest holen können, oder sogar in der Safari-Zone mit einer Superangel an einer ganz bestimmten Stelle und auch nur zu einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass du dort ein Dratini dir hättest dort mit angeln können. In der ersten Spielegeneration war allerdings die Attackenvielfalt noch ein bisschen sehr fragwürdig, insbesondere auch auf welchen Level-Ups man welche Attacken überhaupt mit erlernen bekommen könnte, aber dafür kann Dragoran verdammt viele Attacken mit erlernen über TMs. Und man kann halt eben dann Dragoran hier entweder physisch offensiv, speziell offensiv oder mixed mitspielen. Die allgemeinen Regeln, wie es sonst auch immer mit lauten, wir dürfen nur mit einem Dragoran diesem jeweiligen Challenge hiermit beginnen. Es dürfen keine weiteren Pokémon in einem Kampf aktiv mit dran teilnehmen. Vor allem Sklaven dürfen nach wie vor immer wieder mit Teil des Ganzen sein. Während den Kämpfen dürfen keine Heil-Items oder Booster-Items mit verwendet werden. Glitches und Exploits sind ebenfalls mit Tabu. Und unsere Aufgabe geht es, Champion Blau im Kampf mit zu besiegen und somit den Champion-Titel mit einzuheimsen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Unterhaltung. Dragoran übernimmt den Platz von Glumanda mit ein, damit dann später unser Rivale hier ein Shiggy mit haben wird. Ich habe mich deshalb dafür mit entschieden, weil zum einen später Turtok ziemlich bulky mit ist und unter anderem auch noch Eisattacken mit kann, worauf Dragoran eine Vierfachschwäche mit hat. Und als Spitzname für Dragoran habe ich mir den Namen Grisu mit ausgewählt, einfach weil es so eine schöne Referenz aus der guten Kinderserie aus der damaligen Zeit noch mitgeben tut. Es findet nun der erste Kampf gegenüber unseren Rivalen mit statt und man muss mit sagen, dieser Kampf, der war schon wirklich sehr unspektakulär, weil wir starten gleich mit 4 Attacken, unter anderem mit Wickel und Donnerwelle. Man braucht es hier nicht drauf mit einzugehen, wie wohl dieser Kampf mit ausgegangen ist. Der nächste Rivalenkampf, der uns mit offenbart wird, findet vor der Siegesstraße mit statt als optionalen Kampf gegenüber unseren Rivalen, den man häufig übersehen tut, weil man nicht damit rechnet, dass dies damit stattfinden tut. Der hat dann zu diesem Zeitpunkt schon mal 2 Pokémon und leadet hier mit einem Taubsi auf Level 9. Wir sind bis zu diesem Zeitpunkt nur auf Level 6 und dann wird es auch schon ein bisschen abenteuerlich. Wir können zwar hier mit Wickel mal wieder so das ein oder andere mitmachen, in Kombination mit einer Donnerwelle, aber man merkt doch schon, dass das so ziemlich grenzwertig mit wird. Und als dann sein Shiggy mit hineingekommen ist, bleibt uns halt eben nichts anderes übrig, als nur auf Wickelgespamme mitzugehen und dann wenigstens das Ganze irgendwie für uns mit zu meistern und das in einen tiefroten Bereich. Normalerweise sollte man mit sagen, dass der erste Arena-Kampf gegenüber Arenaleiter Rocco einfach nur mit geschenkt ist. Es kommt aber darauf an, mit welchem Pokémon du quasi gegenüber ihn mit antreten tust. Wir sind halt eben hier nur auf Level Nummer 8 und es kommt als allererstes hier ein Kleinstein mit hinein. Was bitteschön soll ich denn hiermit tun? Ich kann halt eben jetzt erstmal nur auf Silberblick mitgehen, um seine physische Verteidigung mit zu senken. Zumindest ist es mein Versuch. Allerdings scheitert dieser Versuch kläglich, weil quasi das Kleinstein immer wieder auf einen Igel mitgeht. Und in der ersten Spielegeneration war es noch so, dass die gegnerischen Pokémon unendlich oft AP mit hatten. Das heißt, sie konnten unendlich oft ihre jeweiligen Attacken immer wieder mit spammen, währenddessen du eine Limitierung mit hattest. Aber nicht nur die jeweiligen gegnerischen Pokémon konnten quasi unendlich oft ihre Attacken mit einsetzen, sondern auch die jeweils gegnerischen Trainer konnten auch unendlich oft Items mit einsetzen. Es blieb also hier nichts anderes übrig, als nur auf ein Wickelgespammen mitzugehen, um dann aber auch kläglicherweise mit festzustellen, dass ich dann mit Mühe und Not es irgendwie mit geschafft habe, das Kleinstein mit hinauszunehmen. Tja, aber dann habe ich noch ein Problem gegenüber Onix, denn da konnte ich nämlich jetzt nichts mehr unternehmen. Ich habe es weitere Male mit probiert, immer wieder auf Wickelgespamme bzw. auch auf Silberblick, bis ich dann irgendwann mal eine potenzielle Möglichkeit gefunden habe, um dann wenigstens das Kleinstein so hart zu schwächen, dass es dann wenigstens auf minus 3 Defensive mit ist, weil es auch hin und wieder mal auf Tackle mitgeht und das gab mir dann die Gelegenheit, dass ich dann auch mal ein bisschen mehr Schaden mit austeilen konnte, aber gegenüber das Onix war ich dann wieder verdammt unterlegen und man muss es auch mit sagen, es hat ja viele Versuche mit gekostet.
Auf Level 10 habe ich es dann irgendwie da mal geschafft, gegenüber das Onyx dann mal anzukommen und das noch in einem relativ guten KP-Bereich, sodass ich dann in der Lage war, dann auch hier wieder mit der Spam-Operation von Silberblick und Wickel dann meine Aktion mit auszuüben. Währenddessen das Onyx hier auf seine Signature-Attacke von Geduld mitgeht, konnte ich dann wenigstens diese Gelegenheit nutzen, um dann somit auch jedes Mal seine Verteidigung mitzusenken und dann mit Wickel das Ganze irgendwie mit rumzureißen. In Azuria City begegnen wir ein weiteres Mal unseren Rivalen und ich habe hier meine Attackenvielfalt mal ein bisschen mit geändert, dass hier Dragoran unter anderem schon mal Aquaknarre mit erlernen konnte, was du hier in Mondberg als TM mitbekommen tust. Trotz der Tatsache, dass das Tauboga hier mit einer Donnerwelle wieder mit paralysiert wurde, konnte es aber mit Ruckzuckhieb es uns permanent mit angreifen, bevor wir überhaupt mal zum Zug mitgekommen sind. Das war dann schon richtig grenzwertig. Das Abra wiederum war einfach nur mit geschenkt, weil das quasi nichts konnte. Das Radfratz wiederum konnte dann wenigstens auch mit zwei Spuckattacken mit besiegt werden. Und als allerletztes stand wieder Shiki im Fokus, was dann hier mit einer Donnerwelle erneut paralysiert und dann weggewickelt wurde, weil etwas anderes blieb mir da auch hierzu nichts übrig. Unmittelbar nach dem Rivalenkampf habe ich mich dazu entschieden, sofort gegenüber Misty mit anzutreten, die sich hier auf dem Pokémon von Typ Wasser mit orientieren tut. Meine jeweilige Taktik war genauso wie sonst anders auch, gehe erst einmal auf Donnerwelle und paralysiere die gegnerischen Pokémon und dann wickelt die zu Tode, was nicht bei drei auf Bäumen mit ist. Auf der MS Anne begegnen wir ein weiteres Mal unseren Rivalen und dieser war einfach nur lächerlich. Hängt aber auch damit zusammen, auf der MS Anne findest du auch unter anderem eine schöne TM und das ist sogar die Ultra TM, nämlich Body Slam, was dann dementsprechend auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das gegnerische Pokémon mit paralysiert wird. Auch wenn Donnerwelle in der ersten Spielegeneration ebenfalls noch eine Wahrscheinlichkeit zu 100% hat, dass der Gegner mit paralysiert werden kann, aber Body Slam macht einfach viel mehr Schaden und man muss jetzt nicht mehr dazu mit ausdrücken. Major Bobs Müllarena steht nun im Fokus und was soll man noch hiermit sagen? Wir machen hier genau dasselbe wie sonst auch immer. Wir gehen einfach nur auf Body Slam, knallen seine drei Pokémon mit weg und heimsen den Donnerorden schneller ein, als er bis 3 zählen kann. Auch der erste Kampf gegenüber Giovanni im Rocket-Versteck ist einfach nur geschenkt, weil was soll man natürlich sagen, er trainiert halt eben hier dann primär Boden-Pokémon. Wir gehen hier einfach nur mit einem Plumpstrahl mit rein, was wir halt eben dann als Austausch gegenüber Aquaknarre mit eingesetzt haben. Und zwei seiner drei Pokémon sind natürlich instant mit besiegt. Body Slam macht dann gegenüber Kangama schon ein bisschen soliden Schaden. Und das Kangama selbst geht dann hier in diesem Fall einfach nur auf ein Rage, was in der ersten Spielegeneration noch ziemlich broken mit war, weil es danach einfach keine Attacke mehr mit einsetzen konnte, außer Rage, und somit konnten wir diesen Kampf auch schnell abschließen. Auf dem Dach des Einkaufszentrums gibt es hier ein kleines Mädchen, was permanent Durst hat. Und wenn man ihr wiederum entweder einen Freshwater, Soda Pop oder eine Lemonade mitgeben, kriegen wir dafür sogar noch ein paar schöne TMs, wie unter anderem TM13 Eisstrahl. Das ist einfach nur unfassbar broken, dass man das so frühzeitig mitbekommen tut, aber Eisstrahl wiederum habe ich dann erst in der Liga primär mit eingesetzt, weil ich quasi das sonst als viel zu einfach empfunden habe. Erika ist die nächste Arena-Leiterin, die wir hiermit herausfordern müssen. Und wenn ich jetzt hier schon Eisstrahl mit gehabt hätte, wäre dieser Kampf einfach nur mit geschenkt. Aber ich habe mich hier bewusst zurückgehalten und bin quasi nur in Anführungsstrichen auf Body Slam gegangen. Sarzenia wiederum tut natürlich das Beste, was es nur mitmachen kann. Es geht hier auf ein Wickelgespamme, aber das juckt mich eigentlich gar nicht mehr. Die anderen beiden Pokémon sind ebenfalls einfach nur mit geschenkt und deswegen gehen wir quasi ab zum nächsten Event. Und das ist überraschenderweise wieder ein Kampf gegenüber unseren Rivalen im Silfco-Gebäude. Dieses Mal muss man aber mit sagen, schickt er ein wirklich starkes Tibet hinein. Beginnend auch hier mit einem Tauboss auf Level 37 und wir sind gerade mal auf Level 38. Es braucht schon zwei Blitzschläge, um das Tauboss mit hinauszunehmen. Gegenüber das Vulcano, was uns mal absolut entgegenbringen kann, bin ich hier auf Agilität mitgegangen, denn das wird dann unter anderem auch von großem Nutzen sein, nämlich genau dann, wenn wir gegenüber seinen Simsalabim mit antreten tun. Aber zuvor schickt er noch ein Owain noch mit hinein, was wir dann zu einem Eieromelette mit verarbeiten. Simsalabim kommt nun zum Vorschein. Und dafür, dass wir hier auf Agilität mitgegangen sind, outspeeden wir dies natürlich, weil es sonst hier mit einem Psy-Strahl verdammt viel Schaden mit ausgedrückt hätte. Sein letztes Pokémon, was er mit hineinschickt, ist halt eben dann sein Turtok. Man muss mit sagen, es hat zwar eine Schwäche gegenüber Elektrizität, aber dafür, dass es quasi so verdammt bulky mit ist, überlebt es sogar einen Donnerblitz safe und man muss es erst nur bei deinem zweiten mit besiegen. Und das wiederum gibt mir dann auch schon die Kenntnisse dazu, dass der dann später auch noch richtig stark mit werden wird.
Unmittelbar nach unserem Rivalen treten wir ein zweites Mal gegenüber Giovanni mit an. Tja gut, es hat sich auch jetzt hier nichts Großartiges mit verändert, denn auch hier schickt er quasi hier nur Pokémon mit hinein, die dann später auch von Typ Boden mit werden, beziehungsweise sein Kangama werden wir hier zum allerletzten Mal mit sehen und das ist dann einfach nur mit geschenkt und deswegen brauchen wir dann hier nicht weiter auf den Kampf mit einzugehen. Simsalabim Sabrina ist die nächste, die es mit Herausforderung gilt. Sie trainiert hier quasi Pokémon von Typ Psycho. Und man muss es mit sagen, Psycho-Pokémon sind einfach nur OP bis und geht nicht mehr. Außer, dass diese jeweiligen Psycho-Pokémon hier in diesem Fall einfach nur ziemlich merkwürdig mit agieren. Weil man muss es mit sagen, man kann sich gegenüber Mr. Mime sich erstmal mit einer Initiative schön mit aufsetzen und das macht einfach gar keinen Schaden, währenddessen wir mit Body Slam es erstmal schön mit rausnehmen konnten. Überraschenderweise kam auch hier ein O-Mod mit hinein und dazu selbst habe ich auch schon mal ein Video mitgemacht, wie man die Arena-Leiter besser mit hätten gestalten können. Kannst du dir unter anderem rechts oben mit anschauen, falls du das noch nicht mit gesehen hast. Ihr letztes Pokémon, Simsala, was sie mit hineinschickt, geht hier über ein Misplay auf eine Psy-Welle, was mal zunächst daneben geht und was auch ehrlich gesagt eine ziemlich nutzlose Attacke auf Ewigkeit mit ist. Deswegen gab es auch dies nur in der ersten Spielegeneration als TM. Koga ist der nächste Arena-Leiter, den wir hiermit herausfordern müssen und seine jeweilige Taktik lautet sonst normalerweise Vergiftung, Paralyse, Schlaf und Verwirrung, aber hier muss man mit sagen, brauchen wir eigentlich nur wenige davon irgendwie mit zu berücksichtigen. Mit einem Donnerblitz können wir zunächst ein erstes Mogon mit herausnehmen, wobei man aber auch mit sagen muss, dass gerade Slymog ziemliche Bulky mit ist, gerade in der speziellen Defensive, was ich bis dato noch ziemlich unterschätzt hatte. Wir bekommen dadurch einmal ein Giftgas mit ab, sind dann ab diesem jeweiligen Zeitpunkt mit vergiftet, aber das können wir dann dennoch zu unseren Gunsten mit nutzen, dass wir dann dennoch in der Lage sind, dass wir dann auch hier diesen Kampf hier relativ schnell mit beenden konnten. Sein zweites Mogon brauchen wir gar nicht drauf mit einzugehen, wie das wohl schnell mit besiegt werden konnte. Und zum grünenden Abschluss kommt er quasi mit einem Smogmog mit hinein. Das, was normalerweise auch hier mit einem Toxin mitkommen tut, aber dafür, dass wir dann schon vergiftet mit sind, juckt uns diese potenzielle Toxinattacke mal überhaupt nichts. Wir gehen hier auf einen Body Slam, richten schon einen soliden Schaden mit an und wir beenden diesen Kampf buchstäblich mit einem Knall. Don't blame me, aber Blaine, aka Pyro, ist der nächste Arenaleiter, den wir hiermit herausfordern müssen. Und er ist wirklich eines der schwächsten Arenaleiter in dem gesamten Pokémon-Franchise. Für die erste Spielegeneration nimmt er auch wirklich hier den letzten Platz mit ein. Dazu kannst du dir unter anderem rechts oben mal das folgende Ranking dir mit begutachten, falls du das noch nicht mit gesehen haben solltest. Und normalerweise könnte man ihn hier mit mehreren Blubstrahlattacken einfach mal mit besiegen, beziehungsweise auch mit Surfer, aber Surfer habe ich auf Grisu hier nicht mit draufgepackt, weil das fand ich ja ziemlich unnötig, extra eine VM mit zu erlernen, die ich dann später dann überhaupt nicht mit benötigen werde. Deswegen bin ich hier in einer Kombination auf Body Slam und danach auf Blubstrahl mitgegangen. Und trotz der Tatsache, dass er quasi eine immense Schwäche gegenüber Wasser mit hat, macht es aber quasi nur soliden Schaden, weil quasi die jeweiligen Pokémon den einen oder anderen Blubstrahl-Move durchaus mit tanken können und dann vielleicht schon ein bisschen mehr uns entgegenbringen können. Da wir von Giovanni nicht mehr als genug haben können, treten wir noch ein weiteres Mal gegen ihn an, dieses Mal als offiziellen Arena-Leiter. Und er wiederum hat ja quasi seine jeweilige Taktik hier nicht mit geändert, er trainiert hier einfach nur Pokémon von Typ Boden. Eine wirklich bodenlose Frechheit muss man mit sagen, dass er als allererstes sofort mit einem Rihorn mit hineinkommt. Weil gut, man braucht eigentlich nicht großartig mit zu erwähnen, dass es nicht mal halbwegs etwas mit ausrichten kann. Diktri war quasi das einzige Pokémon, was uns wenigstens auch etwas mit outspeeden konnte, aber dann aber nicht gerade viel gemacht hat. Zu Nidoqueen und Nidoking brauchen wir gar nicht anfangen mit zu reden, wir haben zwar ein bisschen Schaden mitgefressen und als allerletztes schickt er seinen Rizoros auf Level 50 mit hinein, was zwar zwei Instant-KO-Attacken mit hat, aber dafür, dass es unfassbar langsam ist, brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber zu machen, dass hier potenziell ein Hornbohrer hier uns irgendwie instant mit hinausnehmen könnte, wenn es überhaupt mit getroffen hätte. Wie auch zu Beginn unseres Abenteuers treten wir nun ein weiteres Mal gegenüber unserem Rivalen mit an, vor der Siegestraße und hier hat er eben jetzt ein volles 6er-Team. Und unsere jeweilige Attackenvielfalt hat sich jetzt nicht großartig mit geändert. Wobei man aber auch hier wieder mit sagen muss, er geht hier quasi hin und wieder mal auf einen Wirbelwind, was in der ersten Spielegeneration noch absolut keine Wirkung mit hatte. Beziehungsweise hätte das auch generell keine Wirkung mit gehabt, dafür, dass wir nur ein einziges Pokémon mit haben. Somit konnten wir seinen Vogel vom Himmel mit runterholen. Zu Rhinhorn brauchen wir quasi auch nicht mit zu reden. Und gegenüber sein Vulcano bin ich erstmal auf ein Doppelteam mitgegangen. Ich habe hier Agilität mit verlernt, um dann dementsprechend hier Doppelteam mit einzusetzen. Und das wird dann auch in der Pokémon-Liga verdammt von großem Nutzen mit sein.
Denn wenn wir nämlich gerade von der Pokémon-Liga mit sprechen, treten wir auch als allererstes gegenüber Lorelei mit an. Die sich hier auf den Pokémon-Typ Eis mit präferieren tut. Eis ist quasi der Nemesis gegenüber unseren Dragoran, weil es quasi eine Vierfachschwäche mit hat. Und ich gehe hier rein auf Level 48. Und man muss es mit sagen, ich hätte Lorelei fast im First Try mit besiegt, indem ich hier zunächst auf ein Doppelteam mitgegangen bin, um dann eine erhöhte Ausweichgeschwindigkeit mitzuhaben. Aber man muss auch mit sagen, ich hatte auch hier verdammt großes Glück in der ersten Zeit mit gehabt. Mit zwei Donnerplätzen konnte ich quasi das Gyuken mit hinausnehmen, da es quasi nach einem Aurora-Strahl anfangen wollte zu heulen. Austausch konnte dann quasi auch wenig mit einstöcken. Gegenüber Elamus brauchte ich mir gar keine Gedanken zu machen, weil es quasi gar nichts gegen mich ausrichten konnte. Rosana war dann auch einfach nur mit geschenkt, aber ihr Ass ist dann nach wie vor ihr Lapras und das wiederum hat dann mir schon verdammt viel Angst mitbereitet. Auch hier kann ich quasi noch anfangs mit erwähnen, ich hätte sie fast im First Run mit besiegt, aber es kommt dann hier ein Blizzard mit durch und Blizzard war in der ersten Spielegeneration noch so broken, dass es noch mit einer Genauigkeit von 90% den Gegner einfach mal nicht treffen konnte. Ein zweiter Versuch war dann hier vonnöten und ich bin hier nur noch mit 6 KP Rest gegenüber ihr Lapras mit angetreten und das nach derselben Taktik wie zuvor auch, wobei man aber auch hier mit sagen muss, man muss auch einfach nur verdammt großes Glück haben, um dann quasi sie hier in einen tiefroten Bereich mit zu besiegen. Bruno ist der Nächste in der Top 4 und normalerweise auch der Schwächste der Top 4, aber hier muss man auch mit sagen, da ist er schon ein bisschen sehr stärker mit unterwegs. Er leadet hier auch als allererstes mit einem Onix und ja, ich habe nach wie vor noch immer Blubstrahl, aber gegenüber das Onix kann man auch einfach nur mit Blubstrahl mit reinkommen, weil was anderes brauchst du hier nicht. Als nächstes kam er dann hier mit seinen Nocturne mit hinein und ich dachte eigentlich, dass er hier quasi mit einem Eishieb mitkommt, was normalerweise sehr offensichtlich mit gewesen wäre, aber er kommt ja hingegen mit einem Konter. Und mit diesem Konter wiederum habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Deswegen habe ich hier meine Taktik geändert, bin hier zunächst auf ein Doppelteam mitgegangen, um dann wenigstens den einen oder anderen Move mit zu dodgen. Nur er ging dann hier aus irgendwelchen Gründen dann auf einen Donnerpunch, was zwar dann keine Wirkung mit hatte, weil es quasi den Angriff eindeutig mit gemisst hat. Deswegen dachte ich, komm, ich finishe das Ganze hier mit einem Body Slam. Es überlebt aber gerade mit einem einzigen KP und kontert mich dann einfach aus. Buchstäblich. Deswegen habe ich hier meine Taktik erneut wieder mit geändert, dass ich zuerst auf ein Doppelteam mitgegangen bin. Er wiederum hat dann versucht, mal mit einem Eispunch mitzukommen, was zwar absolut lächerlich mit ist, aber durchaus schon den einen oder anderen Schaden mit reingedrückt hätte. Insbesondere da ich hier 6 Level unter seinem jeweiligen Nocturne mit bin. Deswegen konnte ich dann einfach hier mit 2 Donnerplätzen das jeweilige Pokémon mit hinausnehmen. Kickleaf war dann auch einfach nur mit geschenkt, weil es quasi auch nichts gegen mich ausrichten konnte. Das zweite Onix brauchen wir gar nicht zu reden, wie das schnell von mir besiegt werden konnte. Machomai selbst konnte zwar dann schon ein bisschen mehr mit einstecken, Bruno selbst ging dann aus irgendwelchen Gründen hier mal einen X-Item mit hinein, was mich aber mal gar nicht gejuckt hat und somit konnte ich quasi auch das zweite Top 4 Mitglied besiegen. Agathe ist die nächste der Top 4, die es mit herauszufordern gilt und sie trainiert hier normalerweise Pokémon von Typ Geist. Dafür, dass es aber nur 3 Geist-Pokémon in der ersten Spielegeneration mit gab, ist sie eigentlich mehr eine Gift-Trainerin, aber ihr Thema wiederum bezieht sich ja mehr auf Tod und Mysterium, deswegen darf man es auch mit verzeihen, dass sie auch hier mit anderen Pokémon fernab von Geist-Pokémon mit hineinkommt. Nichtsdestotrotz leadet sie als allererstes mit einem Gengar auf Level 56 und auch hier bin ich massiv unterlevelt und man muss es auch mit sagen, ich habe einfach nur Glück, dass quasi das Gengar immer wieder mit Hypnose gekommen, aber zum Glück auch hier nicht mit getroffen hat, weil ansonsten wäre dann die Kombination aus Hypnose und Traumfresser einfach nur katastrophal mit gewesen. Sie wechselt aber dann aus irgendwelchen Gründen damals ihren Golbat mit raus, was ich dann mit 2 Donnerblitzen idealerweise mit hinausnehmen konnte, währenddessen sie sogar hin und wieder noch mit einem Supertrank mitkam. Und währenddessen ich das erste Gengar dann auch mit besiegen konnte, muss ich aber auch ernüchternd mit feststellen, dass meine jeweiligen Attackenvielfalt sich langsam dem Ende näherten. Deswegen konnte ich quasi Alpollo, was hier noch ziemlich creepy mit ausgesehen hat, lediglich nur mit Blubstrahl angreifen und es dann irgendwie mit hinausnehmen, weil quasi Donnerblitz ich noch für andere Pokémon definitiv mit benötigen würde. Aber wiederum konnte ich dann glücklicherweise wieder mit einer Normalattacke, wie zum Beispiel der ultimativen Attacke Body Slam mit angreifen und es quasi mit einem Critical Hit mit hinausnehmen. Das letzte Pokémon, was hier noch mit hineinschickt, ist mal wieder ein Gengar, aber dieses Mal auf Level 60, was mir dann dieses Mal sogar 9 Level darunter mit ist. Und auch hier wiederum macht Agathe häufig ein Misplay, dass es zunächst auf einen Traumfresser mitgeht, aber Traumfresser funktioniert nur genau dann, wenn das gegnerische Pokémon, wie in meinem Fall, hier einfach mal mit Schlafen tut. Es macht uns halt eben dann noch einen 60er Schaden,
Schatten noch mit hinein durch Nightshade und ich war dann wirklich der Hoffnung, dass ein Gengar hier nicht noch einmal von Nightshade mitgeht, sondern es ging ja stattdessen auf ein Toxin, was zum Glück nicht mehr getroffen hat und ich konnte dann mit nur 4 KP Rest Agathe besiegen. Der letzte der Top 4, der uns hiermit gegenübersteht, ist dann Siegfried, der sich hier auf Drachen-Pokémon mit spezifizieren tut. Genauer genommen hat er mir ein Drachenthema, weil so ähnlich wie es bei Geist-Pokémon mit ist, gibt es auch nur 3 Drachen-Pokémon. Er leadet hier als allererstes mit einem Gyarados auf Level 58. Ich habe dann die Freiheit genommen, Blubstrahl dann nun endgültig hier zu ersetzen, und zwar gegenüber Eisstrahl, weil das werde ich dann hier definitiv mit benötigen. Die Dragoniers selbst können zwar dann den einen oder anderen Eisstrahl durchaus mit tanken und kommen dann hin und wieder mit einem Drachenwut, was zwar dann durchaus auch hier wieder von den Namen her episch mit ist, aber einfach nur instant 40 KP Schaden mit abzieht und eigentlich gar nichts Großartiges für uns mit Bereitheiten tut. Aerodactyl war dann schon wieder eine größere Herausforderung, weil es auch verdammt schnell ist und auch verdammt viel Schaden mit ausdrücken kann, wenn es quasi nicht auf einen Takedown-Misplay mitgegangen ist. Wobei man aber auch mit sagen muss, der zweite Takedown hat uns fast wieder komplett mit rausgenommen. Wir sind hier ebenfalls wieder nur bei 8 KP Rest und dann kommt der epische Mirror-Kampf Dragoran gegenüber Dragoran, wobei das gegnerische Dragoran uns 10 Level darüber mit ist. Ich drücke in diesem Fall auf einen Eisstrahl und kann dann dementsprechend das Dragoran sogar einfrieren. Und in der ersten Spielegeneration war es noch so, wenn du nicht irgendeine Feuerattacke mit eingesetzt hast, um ein tiefgefrorenes Pokémon irgendwie wieder mit aufzutauen, konntest du einfach diesen Kampf easy mit beenden, weil quasi die gegnerischen Pokémon, nachdem die einmal mit eingefroren wurden, nie wieder auftauten. Ein weiterer Kampf stand damit an und das war gegenüber unseren Rivalen, der jetzt hier den Champion-Post mit einnehmen tut. Obwohl man mit sagen muss, dass gerade in den Anfängen er einfach nur lächerlich mit war, hat er aber dann gerade in seiner Champion-Position ein verdammt starkes Team mit offenbart. Denn alle seine Pokémon sind nun mittlerweile voll entwickelt und stellen halt eben auch eine große Gefahr gegenüber uns mit dar. Und sein erstes Pokémon ist dann noch hier nach wie vor sein Tauboss auf Level 61. Ich habe zuerst gedacht, ich gehe hier auf ein Doppelteam, indem ich halt eben dann den ein oder anderen Move jetzt nicht nur von Tauboss, sondern auch von seinen anderen Pokémon mitdenken kann. Aber das Ding ist einfach, er wiederum geht hier als allererstes auf einen Mirror Move, was dann dafür mitgesorgt hat, dass er quasi meine letzte Attacke sofort mit kopieren konnte und dann war einfach nur Endzeit mir dann gesagt. Weil ich bin dann hier auf Eisstrahl bzw. dann auf Donnerblitz mitgegangen, habe jeden einzelnen Zug einfach nur mit gemisst. Mein zweiter, aber gleichzeitig mein letzter Versuch war dann genau dieselbe Taktik wie zuvor auch. Ich bin hier wieder auf ein Doppelteam mitgegangen. Und dieses Mal ist das Taubos hier nicht auf einen Spiegeltrick, sondern mehr wieder auf einen Wirbelwind mitgegangen. Das konnte ich dann zu meinen Gunsten mit nutzen und dann einfach sein Pokémon hier easy mit hinausnehmen. Simsalab, was er als nächstes mit hineinschickte, konnte uns zwar nach wie vor mit outspeeden, aber dafür, dass wir hier auf ein Doppelteam mitgegangen sind, konnten wir quasi seinen Psy-Strahl einfach mal mit dodgen. Und auch mit unserer Ultra-Attacke von Body Slam konnten wir quasi verdammt viel Schaden mit ausdrücken. Sein Rizeros, was er als nächstes mit hineinschickte, war zwar auch schon ein bisschen bedrohlich, insbesondere da es auf Level 61 mit war. Ich ließ mich aber nicht davon mit abhalten, ging hier zweimal auf einen Eisstrahl, weil quasi unmittelbar nach dem ersten sofort eine Top-Genesung mitkam, aber dafür konnte ich dann eben dann mit einem Bodyslam das Rizeros idealerweise mit hinausnehmen und wir haben noch immer volle KP. Und stehen jetzt auf Level 53 gegenüber sein Arcani. Ich bin dann hier in diesem Fall auch wieder auf ein Bodyslam gegangen, Arcani konnte uns quasi auch nichts entgegenbringen und somit stand ich dann gegenüber sein Kokowai, was quasi auf Level 63 mit ist. Auch hier blieb mir nichts anderes übrig als nur auf ein Eisstrahl gespammen mitzugehen, Kokowai konnte quasi auch nichts gegenüber uns mit ausrichten, es hat dann versucht noch den einen oder anderen Move noch irgendwie mit rauszuhauen und wir sind dann noch immer bei vollen KP gegenüber sein letztes Pokémon, sein Turtok, was auf Level 65 mit ist, quasi 12 Level über unserem. Und ich hatte dann das Ganze dann hier nur noch damit abschließen können, indem ich hier auf einen Donnerblitz mitgegangen bin. Er hat dann auch in diesem Fall mit versucht, hier auf einen Blizzard mitzugehen, aber Blizzard hat dann hier glücklicherweise mit gemisst und somit konnten wir dann quasi Champion Blau, ohne auch nur einen einzigen Schaden mehr zu erleiden, hier diesen Kampf mit beenden. Damit sind wir aber auch jetzt schon wieder am Ende der heutigen Challenge mit angekommen. Gerne kannst du deine Fragen, Meinungen, Wünsche und Anregungen unten in die Kommentare mitschreiben. Wenn du dazu noch eine weitere Challenge-Idee mit hast, dann schreibe dies gerne mal unten in die Kommentare mit hinein. Ich schaue sie mir mit an und mal sehen, ob ich dieser Challenge mitgewachsen bin oder ob ich auch die Zeit dazu finde, das relativ frühzeitig mitzumachen. Denn einige wiederum habe ich auch noch in petto. Gerne kannst du die hier auf der rechten Seite unter anderem Pokémon Infinite Fusion mit reinziehen. Falls du gerne auf humorvollen Content mitstehen tust, ist auf jeden Fall pädagogisch mit wertvoll. Rechts unten wird ein Video von YouTube dir mit vorgeschlagen, was du dir gerne mit reinziehen kannst. Und hier auf der linken Seite findest du sogar noch den schönen Abonnier-Button.
Ich bin erstmal draußen. Wir sehen uns somit bei der nächsten Thematik wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.